Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, sind wir beim IXS Dirt Masters in Winterberg, in dem neuen Bikepark, The Mother Bikepark Winterberg. Wir nehmen euch heute mit und das ganze Wochenende durch dieses Festival. Heute gibt es aber erstmal so einen kleinen Rundgang und ich zeige euch so ein bisschen, wo ihr alles ungefähr findet, sodass, wenn ihr am Wochenende vorbeikommen wollt, ihr auch alles ohne Probleme finden könnt. Kommt mal mit. Hier hinter mir und neben mir findet ihr den Infopoint vom IXS. Mega praktisch. Hier kriegst du zum Beispiel, wenn du hier wie wir jetzt so ein Medienvertreter bist, deine Presseakkreditierung. Da kannst du dann dich anmelden, auch für die Rennen. Und es gibt einen Lageplan und eigentlich alles, was du brauchst, um fürs Festival gerüstet zu sein. Wir gehen ein Stückchen weiter. Hier geht es jetzt weiter auf dieses erste kleine Messegelände. Da gibt es aber mehr Bikes. Hier gibt es verschiedene Bike-Marken und wir checken mal ab, was es so gibt. So, hier geht es auf das Expo-Gelände, wo viele Bike-Marken stehen. Hier haben wir direkt zu meiner Linken einmal Orbea, da vorne ist Radon, dann haben wir Maciak Offroad, um die Ecke steht auch noch Moontracker und Rotwild, glaube ich. Hier gibt es also alles so zu sehen, was es an Bikes gibt. Vorne, wenn es jetzt Richtung Bikepark geht, also Richtung Lift, gibt es natürlich noch viel, viel mehr Stände. Da gehen wir aber gleich auch rüber. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Überblick hier über das Gelände. Wär das dein Wild? Also die Farbe ist schon 1 plus mit Sternchen, ne? Das wäre also dein Wild, ja? Oh ja. Okay, das ist auch die Nummer 1 steht da unten, ne? Ja, okay. Leute, hier steht auch das neue Radon Jab, aber hier ist gerade super viel Action, deswegen will ich gerade hier nicht ein komplettes Video über das Jab machen, ist einfach viel zu laut. Aber vielleicht habe ich ja mal die Chance, das auch Probe zu fahren und dann gibt es ein ausführliches Review. So, und hier ist das kleine Festivalgelände Nummer 1 schon vorbei. Moontracker, Rotwild, noch so ein paar Stände sind hier, wo man sich auch Testbikes leihen kann. Das heißt, es gibt auch jede Menge Bikes zum Testen. Aber wir wandern jetzt mal rüber. Aber vorher zeige ich euch noch einen Spot, den ich auf jeden Fall dieses Wochenende austesten will. Let's go. So, da drüben ist American Diner. Da müssen wir mal rüberlaufen, weil ich will einmal so grob gucken. Mein Lieblingsessen so nach dem Ride oder generell eigentlich sind halt Burger. Ne? Ich bin echt ein Burger-Fan. Ich mache auch super gerne selber Burger. Und wenn es hier gute Burger gibt, dann müssen wir es auf jeden Fall mal abchecken. So, einmal über die Straße rüber gibt es dann noch viele, viele andere Marken, die oben ausstellen. Aber man kommt nicht ganz am Food Corner vorbei. Das heißt, wenn man sich stärken will, gibt es hier auch noch jede Menge zu essen. Der Bikepark ist natürlich auch offen, Leute. Man kann natürlich auch ein bisschen Fahrrad fahren. Das haben wir letztes Jahr allerdings gemacht. Da war es dann natürlich dementsprechend voll. Und man muss natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen, ne? Die Leute, die Rennen fahren, besonders das Downhill-Rennen, ne? Die pedalieren nicht hoch, sondern die nehmen den Lift hoch. Das heißt, die haben auf jeden Fall dann immer ein bisschen Vorrang. Hier rechts runter, beziehungsweise aus eurer Perspektive links, geht es dann zur Slopestyle-Area. Slopestyle? Slopestyle? Wie spricht man das überhaupt aus? Slopestyle, Slopestyle. Slopes. Die Slopestyle-Area. Da gibt natürlich dann später auch die Party ab, der Whip-Off-Contest und Bipapo. Wir laufen aber einmal kurz hoch und verschaffen uns einen kleinen Überblick, was es da noch so alles gibt. Und danach drehen wir den Schlenker nach hier unten. Weil man kann jetzt theoretisch bis nach ganz oben laufen, bis zum Lift. Und man findet noch jede Menge kleine Stände von Marken, wo man ein paar Sachen abchecken kann. Und boah, wir müssen hier weg, es riecht so gut nach Essen und ich habe echt langsam Hunger. Hier ist übrigens, Leute, erinnert euch vielleicht noch an das Video von der Cycling World. Award 2024, Gold Winner, Best MTB ATB.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Aber anscheinend ist das Bike ein Award-winning Bike. Hinter mir steht ein Stand, Ride TSG, alles ein Fünfer oder ein Zehner. Also da sind so jede Menge Krabbelkisten, da kann man jede Menge Schnäppchen abgreifen. Und ich habe gerade gehört, dass auf jeden Fall dahinter noch ein LKW mit Zeug steht. Angeblich soll das Zeug bis Montag ausreichen. Das heißt, auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp, schaut hier vorbei. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere Schnäppchen machen. Wir werden da auf jeden Fall spätestens morgen auch mal vorbeischauen. So Leute, wir laufen langsam zurück. Ich habe gerade noch mal nur bis zu Noah sind wir gekommen. Aber morgen im Video werden wir uns mehr Zeit nehmen, hier die ganze Expo mal zu erkunden. Aber jetzt geht es erstmal ganz kurz zur Slopestyle Area. Da bin ich schon echt gespannt, wie das Ganze aussieht, weil die haben ja alles komplett neu gebaut. Und dieses Jahr wird es, glaube ich, das erste Mal so befahren. Und danach geht es zurück ins Häuschen. Weil der Tom ist angekommen und wir haben Schlüssel. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen, aber der Rundgang ist ja auch fast vorbei. Aber zur Slopestyle Area müssen wir einfach noch ganz, ganz schnell. Oben geht es natürlich weiter. Wenn ihr jetzt weiter hochgelaufen werdet, dann findet ihr noch ein paar Stände und so weiter oder halt den Lift. Wisst ihr ja Bescheid. Also die meisten waren ja schon mal hier im Bikepark. Kleiner Geheimtipp für die Leute, die nicht auf das Rip-Off-Contest oder auf die anderen Contests unten in der Slopestyle Area gehen. Geht trotzdem mal den Weg runter, weil zum Beispiel Title ist noch da, die Brand von Erik Fettko ist da und da stehen noch so ein paar Stände, weil anscheinend oben nicht mehr so viel Platz gewesen ist. Und da müsst ihr auf jeden Fall reinschauen, weil die würdet ihr sonst nicht sehen, wenn ihr nicht runterlauft zum hier zum Slopestyle-Gelände. Aber wir sind jetzt fast da und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, wir stehen jetzt am Anfang hier vom Slopestyle-Gelände. Da drüben ist Red Bull DJ Bühne, dahinter gibt es Getränke, nochmal was zu snacken, Toilettenwagen und hier ist die Strecke. Da verschaffen wir uns jetzt einen ganz, ganz schnellen Überblick. So Leute, das war unser kleiner Rundgang zur Orientierung für euch, wenn ihr am Wochenende hier hinkommen wollt zum Dirt Masters Festival 2024. Wir werden es jetzt ein bisschen gemütlich machen, die anderen kommen gleich an. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was dieses Wochenende noch passiert, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, Glocke aktivieren und wir sehen uns in den nächsten Videos. Guckt mal diese Aussicht. Einfach der Bikepark im Hintergrund. Ich habe einfach schon voll Bock, Fahrrad zu fahren, aber ja, eigentlich... Theoretisch könnten wir noch 2 Stunden schnell eine Runde drehen, aber ich glaube, wir werden lieber uns was zu essen besorgen und chillen, weil wir echt ein bisschen müde sind, es ist kalt und der Tom schreibt, dass er da ist. Deswegen muss ich jetzt aufmachen. Bis zum nächsten Video, Leute, macht's gut.